So, guten Morgen, liebe Leute. Ich stehe in Weißenkirchen und mache heute die 13. Etappe, die Grenzen des Waldviertels von Weißenkirchen nach Schwalmbach. Haben wir die Route so gesetzt. Ja, gibt sicher halt einige interessante Punkte wie Ruine Hinterhaus, Spitz, den Tausendämmerberg und so weiter. Jetzt geht es ein Stück entlang der Donau und dann den Höhenweg St. Michael, teilweise den Welderbesteig entlang. Ja, das Wetter, könnt ihr sehen, wie es ist. Ein bisschen windig auch. Gehen wir los, schalten dann öfters ein. Bleibt dran, wird sicher spannend. Da geht es ein kleines Stück die Donau entlang. Und wie schon erwähnt, dann geht es rechts rauf in die Berge, den Höhenweg St. Michael. Treibgut, Holz. So, jetzt geht's darauf Richtung Ottenschlag selber, Ritzlingbach. Weißenkirchen, nach Hauptbahn. Sollte, glaube ich, dieses Wochenende fahren, aber wann, wie oft, kann ich jetzt auch nicht sagen. So, da muss ich jetzt links abbiegen. Da haben wir schon den Welderbesteig. Da führt er auch. Geht er auch hier entlang. Die ganzen Steine haben es da. Perfekt. Keller. Golfen. Gehört renoviert. Das ist schon baufällig. Minotauros und die Musen des Weins. Michaeler Berg. Rotes Tor, genau, da müssen wir hin. Rotes Tor kommen wir auch vorbei. So, ich bin auf Ried-Kolmitz. Kolmitzbecken bist du irgendwo. Weiter geht's mit Michaeler Berg, Rotes Tor. Ein bisschen rauf noch. So, da ist eine Weggabelung. Da war angeschrieben. Welderbesteig entlang. Jetzt geht es wieder ein Stück bergab. Momentan. Vorhin war es immer bergauf. Ja, da oben haben wir wieder den Nebel. Ja, Gott sei Dank hier nicht, aber dafür wieder mal den Gatsch, den ich so sehr liebe. Ja, auch da drüben sieht man noch Mauern, teilweise hier im Hang auch drüben.
So, bin auf Höhe Geisberg, 330 Meter Seehöhe. Muss da jetzt wieder ein Stück rauf Richtung Rotestor, Michaelerberg. Das ist eine Straße, gerade ein Auto gesehen. Reste von Mauern, ob hier früher Weinbau war, vielleicht, wie es wärmer war früher, das Klima anders war, möglich, jetzt kann man das nicht erklären, ich habe so ein Loch, Höhle, Mutterschlupf, sehe ich nichts, man muss die Lampe einschalten, da könnte man sie, wenn ein Gewitter ist, reinsetzen. Ein Graben. Ja, ein bisschen kann man die Donau sehen. So, ich bin auf Ried Hochrhein, 384, da unten wieder die Donau, da unten ist glaube ich Wösendorf, bei der Donau, da geht's lang. So, Michaelerberg bin ich. Rotes Tor. Spitz. Da geht's jetzt rauf. Zur Blick. Wow. Ja, da auch wieder Mauerreste. Unglaublich. Sehr schöne Felsen hier. Da oben ist der Michaelerberg, der Gipfel. Felskanten. Hier. Einen Abstecher links machen, da geht es dann weiter. Sehr schön jetzt, sehr schön. Gehen wir zu dem Felsvorsprung hin, runterschauen. Ja, da geht es ordentlich runter. Auch wieder so stufenmäßig. Ob das jetzt rausgebrochen wurde oder so Natur, von der Natur her ist, weiß ich nicht, aber interessant. Die Kinder, die spielt
Wahnsinn. Toll. Ja, die Felsen. Donau macht dort Schleife. Da oben ist schon spitz, ganz in der Ferne. Die Plattform hier. Aufpassen, da ist so ein Schick nass. Da haben wir einen Schlepper unten auf der Donau. Und da haben wir schon einen Spitz unten, rechts neben dem Schlepper. Ich muss dann auf den Burgberg, den Wemberg dort, heißt 1000-Eimer-Berg, da muss ich dann drüber. Und hinten die Rhöne Hinterhaus sieht man auch schon ein bisschen. Naja, Wahnsinnsfelsen hier. Unglaublich, was da gibt.
So, ich bin da jetzt vom Wanderweg ein bisschen runtergegangen. Da ist nämlich ein Waldweg. Und da ist dieser Stollen, so ein Bierstollen. Da steht ein Plan. Da war mal ein Bergwerk, glaube ich. Oder in der Höhle. Das ist alles verschüttet worden, da kommt man nicht rein. Schade. Aber da war was drinnen. Ja, bin wieder Wanderweg. Und da ist die zweite Höhle. Da kann man ein bisschen reinschauen. Hat man versucht reinzugraben. Bergbau, irgendwas zu machen. Mal schauen, ob da Stücke reinkommen. Naja. Viel wird es nicht sehen. Bisschen was. Die Höhle geht ungefähr 5 Meter rein. Versucht irgendwas zu finden. Hat man da aufgehört anscheinend. Nichts gefunden anscheinend, wenn man gesucht hat. Welche spezielle Erze oder was auch immer. Ja. Ungefähr, ja, 2,5 Meter breit. 2 Meter hoch und 1 Meter lang die Höhle, beziehungsweise der Stollen. Mit dem Licht kann man nicht mehr. Das war's. So viel Wegweiser. Kreuzung, Busch, Andelwand, Spitz. Muss ich Rundweg St. Michael. Da gibt es auch einen Weg rauf. Busch, Andelwand. Darauf. Gut, ich gehe jetzt an Spitz. Also ein Bach da unten, hört man schon. Dann ist da die Brücke unten. Oh, wir müssen ein rotes Tor. Wir sind jetzt im Wieslingtal. Ein Stück rauf und dann glaube ich den Weg da oben rauf. Oh, jetzt müssen wir den Wieslingbach queren. Wieslingbach. Heißt der. Da habe ich eine Brücke gemacht. Ups, das ist glatt. Rutschig. Das ist sehr schön. Der Wieslingbach. So. Gibt es auch einen Weg? Nein, gibt es keinen Weg. Danke, bitte. So, da geht es rauf. Zum roten Tor.
So, ist schon angeschrieben. 1000 Emmerberg, da gehen wir jetzt rauf. Auch Burgberg genannt. Fast oben am Burgberg, am 1000 Emmerberg. Einen schönen Rundblick da. Spitz, Donau, Wachau. Da unten der Bahnhof. Ja. 1000 Emmerberg, 316 Meter. Burg Oberana kommen wir jetzt. Ja, wie ihr sehen könnt, bis fast bis oben ist der mit Wein bestückt, der Berg. Was gibt es da? Kleine Hütte. Ein Gipfelkreuz gibt es da vorne. Christkindlpost kann man da abgeben. Nicht schlecht. So. Schöner Ausblick. Leider mit der Sicht heute. Andere Seite. Spitz, da ist kein Weinbau. Zu steil wahrscheinlich gewesen. Aber drüben alles voll. Bis oben fast. Mit Weingärten. Gipfelkreuz. Burgarine Hinterhaus. Ich werde jetzt nicht viel Aufnahmen machen, weil da haben gerade was raufgetragen, da ist irgendwas oben, glaube ich. Aber kann wahrscheinlich nicht viel aufnehmen. Gibt es eh schon genug Videos von YouTube-Kollegen von dieser Ruine. So, da wird es zur Burgarine raufgehen. Dann müsste da rauf und wieder runter. Ich gehe gleich den Wassergästweg weiter. Da. Berg dann hinten muss ich rauf, hinter der Ruine. Links, ist die Wahl im Aktachmarkt.
den Berg auf. So, jetzt ist Schwalmbach schon angeschrieben. Über die Teufelsmauer. Aha. Dann schauen wir. Schwalmbach. Die Armenrunde noch immer. Stift. Teufelsmauer ist. Ja, wer ist das schon? So. Jetzt da runter. Die Teufelsmäus, das kommt das hin. Da kommen wir raus. Anscheinend ist die abgebrochen im vorderen Stein. Das ist schade. Gut, dann gehen wir zurück. Da geht's weiter. Thank you.
hier. Hier. Viele Mauern, Terrassen. Riesige Felsen. So, vor mir liegt der Ort Schwalmbach. Ich habe genug Zeit. Den Bus um 13.04 Uhr habe ich verpasst. Und mindestens eine halbe Stunde. So, ich bin da bei der Station Schwalmbach, der war Hauptbahn, aber in meine Richtung kommt erst in einer Stunde wieder ein Zug. Und der Bus kommt in einer starken halben Stunde. Und geht zum Bus zurück. Bushaltestelle. Ja, die Kirche von Schwalmbach. Ich glaube, die Kirche ist nicht mehr im Betrieb, wurde auch nicht mehr renoviert. Das ist irgendwie, ja, lost. Wie es ausschaut, ist da nichts mehr. Schade. Komisch. Was mit der Kirche los ist, warum da nichts gemacht wird. So, ich stehe bei der Bushaltestelle, meinem Endpunkt der 13. Etappe der Grenzen des Waldviertels in Schwalmbach. Da drüben sind wir nochmal die nicht mehr benutzte Kirche von Schwalmbach. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bleibt dabei, es gibt sicher 14. Etappe. Tschüss!